Achso, auf den. Ja. Hallo liebe Fotofreunde, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt auf meinen Kanal. Ich bin heute in Mühlhausen unterwegs und will ein bisschen Enten und Schwäne fotografieren. Meine Sportkanone, der Sohn ist dabei als Unterstützung. Und erstes Ziel war schon die Popperöder Quelle. Die nehmen wir auf dem Rückweg nochmal mit. Zum Testen habe ich heute das Samsung S. von meinem Sohnemann. Und der hat ein bisschen besseres Equipment wie der Papa, wie sich das natürlich gehört. Und deswegen heute mal ohne Gimbal, sondern wir testen das mit einem Bildstabilisator. Und ich lasse mich überraschen, wie gut das Bild dann wird. Auf jeden Fall kann das Samsung-Gerät auch im 4K aufzeichnen, im Selfie-Modus. Und das beeindruckt mich schon. Und wir schauen uns das nachher auf dem großen Monitor an. Ich bin gespannt. Wir sehen uns dann bei der Entenjagd. Ich habe das große Tamron heute mit, 300 mm APS-C, 1,5 Faktor. Und dann schauen wir mal, was daraus wird. Bis gleich. Ja, so richtig ist das heute hier nicht mit Enten und Schwänen. Sieht ziemlich ein bisschen verlassen aus, also ausgestorben. Und so richtig bin ich noch nicht ganz glücklich. Liegt vielleicht noch ein bisschen an den Wintertemperaturen, die wir hier haben. Also ich drehe das mal rum. Der See ist eigentlich nackig, nichts mit Enten braten zu wollen. Und wir gehen mal ein Stückchen um den See drumherum, weil da hinten haben wir einen Schwan entdeckt und das gucken wir uns auf jeden Fall mal an. Und zwar, ich drehe das jetzt gleich einmal rum, damit ihr das auch sehen könnt. Und zwar, ich will mal gucken. Also, da hinten ist auf jeden Fall ein Schwan. Und dann wollen wir mal hingehen, ob wir da noch ein schönes Bild machen können. Weil langsam wird es auch dunkel. Also das Licht geht langsam weg. Und dann wird das ein Problem. Also, wir sehen uns bis gleich.
Wir haben uns heute ein bisschen versucht, ein bisschen Wildlife-Fotografie zu machen hier am Schwanteich. Und die Fotos habt ihr schon gesehen, ich noch nicht. Ich lasse mich überraschen. Und das Licht wird jetzt ein bisschen dunkel. Wir wollen nochmal zurück zur Popperöder Quelle. Und da will ich auch noch ein paar Shots machen. Und dann sehen wir uns gleich nochmal an der Quelle. Und dann machen wir noch ein paar schöne Fotos. Also, bis gleich. Jetzt sind wir gleich an der Popperöder Quelle und versuchen nochmal einen Spot aufzunehmen. Das hatte ich vorhin schon mal versucht und hatte die Kamera ausgerichtet. Leider gibt es halt Leute, die stellen sich dann trotzdem vor die Kamera und bleiben dann eine gefühlte Stunde halt stehen, sodass man kein Foto mehr machen kann. Gibt es halt auch, ja, ein bisschen respektlos, aber sowas kommt vor. So, wir gucken jetzt einfach, ob wir jetzt den Spot fotografieren können, und wenn das so ist, dann blende ich euch das ein. So, meine Leute, tschüss. Adieu. So, meine lieben Liebenden, das war's von mir heute erstmal. Also eins, was ich festgestellt habe, ist, bei Wildlife-Fotografie braucht man Brennweite. Ja, Brennweite ist ganz, ganz wichtig. Also mit den 300 mm Tamron-Objektiv bin ich schon an meine Grenzen gestoßen. Und fairerweise muss ich sagen, auch die Kamera, die D5600, ist dafür nicht gerade da war ich schon an den Grenzen. Also die Serienbildgeschwindigkeit, der Puffer ist nach 6, 7, 8 Bildern, dann wird die verdammt langsam und ich müsste dann normalerweise auf JPEG umschalten. Und das habe ich auch nicht gemacht, weil ich immer noch ein bisschen Nachbearbeitung gerne machen möchte. Also wer sowas vorhat, ist keine Empfehlung, eine D5600 zu nehmen. Kann man machen, aber es ist nicht die Empfehlung. Also Brennweite und eine Kamera mit schnellen Serienbildgeschwindigkeit. Autofokus ist, ein schnellen Autofokus ist vom Vorteil, ist gar keine Frage. Es geht aber auch ohne, also es geht auch so. Hat man halt ein bisschen mehr Ausschuss. So, ich werde mir die Bilder auf jeden Fall zu Hause angucken. Wir haben zum Schluss noch ein bisschen Popperöder Quelle fotografiert. Das ist so eine Sehenswürdigkeit. Da finden Hochzeiten oft statt in Mühlhausen und Feierlichkeiten, auch Jugendfeierlichkeiten. Die Bilder, die blende ich euch nochmal ein, die ich heute gemacht habe, alle hintereinander weg, wie ihr es gewohnt seid. Und ansonsten sage ich euch, eine schöne Woche, bleibt gesund. Ich wünsche euch alles, alles Liebe, alles, alles Gute. Ciao, euer Pierre. Bye, bye.